Hey ho, meine Lieben. Servus. Heute machen wir einen Klassiker. Und zwar Moink Balls. Aus dem Oink in den Mu, also Moink. Oder andersrum gesprochen. Ja, und die werde ich füllen mit ein bisschen von meinem Kohl. Den müssen wir aber zuerst noch anbrutzeln und dazu dann gehen wir rüber in meine kleine, aber feine Küche. Viel brauchen wir dazu nicht und schauen wir uns die Zutaten an. Ja, da hätten wir schon alles. Salz, Pfeffer, Paprika, Salz, Pfeffer, Kümmel gemahlen. Ein kleines bisschen, der restliche Kohl, ja, den Anschnitt muss ich noch neu machen. Bisschen Butterschmalz, ein bisschen Tomatenmark mit Knoblauch. Meine Brotzeitsemmel für morgen. Mu vom Klaus. Hackfleisch, das habe ich mir geholt. 276 Gramm und ein Bacon. Gut, aber wir fangen jetzt zuerst mal an mit dem Kohl. Da brauche ich ja ganz und gar nicht viel heute. Weh. Ja, der liegt jetzt auch schon wieder ein paar Tage, aber einmal angeschnitten, dann sieht er wieder frisch aus. Also da brauche ich heute wirklich nicht viel. So. Mehr brauchen wir da schon nicht, weil so viel passt da ja auch nicht rein. Außerdem kommt ja noch ein Zwiebelchen dazu. Dann nehmen wir auch hier die kleinste aus meinem Netz. Ja, und ich schneide jetzt die Zwiebel und den Kohl schön klein. Und dann sehen wir uns hinter mir an der Bratpfanne wieder. Ganz klar, wieder ein bisschen Butterschmalz. Tu den Butterschmalz dazu. Gleich ein bisschen was von dem Tomatenmark mit Knoblauch. Und das Ganze ganz kurz anbrutzeln lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier noch ganz kurz die Zwiebel und der Kohl. Da tun wir ein klein bisschen gemahlenen Kümmel rein. Das reicht. Und natürlich etwas Salz und Pfeffer. Und dann haben wir das Zeug auch schon fertig gewürzt. Und das kann gleich in die Pfanne. So, und bevor hier jetzt alles verspritzt, haue ich gleich noch das Zeug dazu und ja. Das zusammen jetzt richtig schön anschmoren. Das dauert jetzt ein bisschen und danach sehen wir uns wieder. So Freunde, ich würde mal sagen, das reicht mir. Ich fülle mir das jetzt in mein kleines Schüsselchen hier ab. Da kann das dann auskühlen. Weil ich noch eine andere Idee bekommen habe, beziehungsweise sollte das Zeug so oder so schön kalt sein. So, und der Herd muss ja auch noch abkühlen, sonst kann ich den Teefall nicht draufstellen. So, ja, das stelle ich jetzt nochmal in den Kühlschrank. So Leute, dann wären wir schon wieder da. Also viel Rinderhack habe ich da nicht eingekauft. Es soll ja bloß für heute ein schnelles Abendessen sein.
Ja, ein bisschen Mehl mit drüber. Und unterkneten. So, das reicht aber dann definitiv, weil sonst ist es zu viel. Ja, ich würde mal sagen, es gibt 4 Stück. Ja. Ich habe da zwar einen Scheiblettenkäse noch hergerichtet, aber ich glaube, den lasse ich weg. Schauen, dass das Zeug alles schön drinnen bleibt. Der will nicht zubleiben. Das ist halt das Problem manchmal. So. Dann nehmen wir uns am Bacon. Noch ein Scheibchen. Wenn dann noch eine Stelle offen ist, dann nehmen wir ganz einfach noch ein drittes Scheibchen. Das ist immer je nachdem, wie groß man so eine Bolle macht. Tja, fertig wäre der erste. Und dasselbe mache ich jetzt mit den anderen dreien. Tada! Alle 4 fertig. Wunderbar. Und jetzt drehen wir uns um, gehen an den Tefal-Grill und hauen sie drauf. Hat Licht aus. Ja, gut rot ist es ja. Schön warm ist es auch. Boah. Und da hauen wir jetzt unsere 4 Moink Balls drauf. Wirklich Moink Balls. Ich habe wirklich reines Rinderhack verwendet. Weil ihr wisst ja, bei mir wird nicht beschummelt. Ich sage wirklich immer dazu, was ich mache, was ich verwende. Und wie. Ja, und so drehen und wenden und grillen bis fertig. Den Dunstabzug schnell aus. Und dann schauen wir mal. Und tatsächlich ein bisschen Farbe haben wir dran heute. Na also, geht doch. Warum nicht gleich so? Und dann drehen wir sie alle um. Dann gucken wir, dass wir von allen Seiten mal ordentlich Temperatur dass wir von allen Seiten ordentlich Temperatur und ein bisschen Farbe dran kriegen. Und das mache ich jetzt in aller Seelenruhe. Drauf liegen sie übrigens exakt 8 Minuten. Jo, da orgeln sie schon eine Weile drauf und gucken wir mal, was passiert. Heiliges Blechle. Ja, da geht der Punk ab. So Leute, ich glaube, das reicht. Den Grill schalte ich gleich mal aus. Und stecken aus. Wenn die nicht gut aussehen, dann weiß ich auch nicht. Schön Farbe, ja wunderbar. Geil. Ja, gehen wir rüber. Tja, Freunde. Ich mache mal das große Licht hier ganz kurz aus und schon sind sie noch etwas dunkler. Also vom Licht her sieht das Zeug auch noch etwas heller aus. Aber wir wollen ja was sehen.
das riecht. Und jetzt schneiden wir einfach mal so ein Ding komplett in der Mitte durch. Schaut euch das an. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? So, und natürlich ab in den Hals. Wisst ihr, was ich jetzt vergessen habe? Ich hab's Lackieren vergessen. Oh Mann. Eigentlich wollte ich ja noch eine Barbecue-Soße drüber pinseln. Und zwar meine Whisky-Barbecue. Aber hab ich vergessen. Das hätte heute mit Sicherheit auch gut funktioniert. Aber auch schon so in Natura. Sind sie richtig, richtig geil. Es ist nicht überwürzt. Noch nicht. Noch nicht heißt knapp davor. Ja, noch besser. Also mit Barbecue-Soße noch besser. Richtig, richtig geil. Also, man kann auch Moinkballs auf dem Elektrogrill machen. Und Leute, es tut mir ja furchtbar leid, dass ich im Moment nur Elektrogrill-Videos mache. Aber ich werde mit Sicherheit hier mitten in der Wohnung kein Lagerfeuer machen. Das dauert noch ein Weilchen, bis ich rausfahren kann in die Natur. Und bis dahin halten wir uns mit schönen Küchenvideos über Wasser. Ist doch auch geil. In diesem Sinne, wem es gefallen hat, Däumchen nach oben. Und wie gesagt, sorry, es sind halt mal momentan Küchenvideos. Hilft nichts. Ich kann leider nichts dafür. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Das werden wahrscheinlich meine Torten oder Kuchen, Käsesahne, Torte, hau mich tot, Malwurstkuchen sein. Und schauen wir mal, ob ich auch backen kann. Also, wie gesagt, wir sehen uns. Tschaikowski.